Tag zusammen und seid herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn es gibt viele Chips, die wir uns anschauen müssen in diesem Video, und zwar ganz besondere Chips von Bird's. Habt ihr vielleicht noch nie gehört? Wird Zeit, glaube ich. Ich habe hier diese ganze Kiste voll mit Chips und wir müssen da mal reinschauen und uns sicherlich auch etwas durchprobieren. Deswegen bleibt dabei und ich wünsche euch viel Spaß. So, ja, Tag nochmal, seid herzlich willkommen. Es gibt viel zu tun. Es gibt wirklich viel zu tun. Wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir hier zurande kommen mit dieser gigantischen Kiste voll mit Bird's Chips. Britische Chips. Ich habe diese Kiste bekommen von Foodsetter. Herzlichen Dank für Stellen dieser Produkte. Und ich muss euch ehrlich gesagt zugeben, ich habe von der Marke Bird's so noch nie was gehört. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Und ich habe davon noch nie was probiert. Das ist jetzt hier ziemlich jungfräulich auch gleich, die Dinger mal zu probieren. Wir gucken uns die zusammen natürlich an. Was ich hingegen kenne, da machen wir jetzt... Nein, wir fangen klassisch an. Und zwar, indem ich erstmal die Dinge auspacke. Übrigens ganz kurz, wo ihr sie kaufen könnt, verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne einmal reinschauen. So, und wie gesagt, eine Kiste voll mit Chips aus England, aus Devonshire gesagt. Da werden die wohl hergestellt, beziehungsweise aus Devonshire kann man das Ganze auch nennen. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, historisch, habe mich nämlich ein bisschen über den Ort informiert. Devonshire, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man Shire ausspricht, genauso wie bei Worcestershire, Worcester, Soße. Das Problem kennt ihr wahrscheinlich, auch viele andere. Und da kommen die Chips her, eben aus Britannien, Südwesten. Und so sehen sie aus. Ich habe jetzt hier mal, ich fange direkt mit der Fancy-Sorte an. Ich hole mal hier direkt so eine einfache raus. Wobei die einfachsten oft die geilsten sind. Ich persönlich mag bei Chips die mit Salz am liebsten. Und das hier sind jetzt die Bird's Chips in der Sorte Seesalz zum Beispiel. Und wir gucken gleich natürlich noch genauer rein, was so drin steckt. Hier gucken wir mal kurz, welche es gibt. Die sind, wie gesagt, in England hergestellt, in Devon. Und ganz interessant ist auch die Zusatzinfos dazu. So vernetzt sich alles irgendwo. Die größte, also Devon ist quasi eine Ort, also ein Gebiet in Großbritannien. Und eine Stadt davon ist Plymouth. Und Plymouth in England, in Großbritannien, beziehungsweise das Plymouth in den USA wurde nach dem Plymouth in Großbritannien hergestellt, wo diese Chips quasi aus der Nähe herkommen. Und danach gibt es ja eine bekannte Automarke. Nur so als absolutes, unnützes Randwissen nebenbei. Aber wir sind ja hier nicht nur zum Fressen, sondern man soll ja auch ein bisschen was lernen. Deswegen, daher kommen Bird's. Und, das Geilste zeige ich euch gleich, wenn ich euch die Packung von der Hinterseite zeige, da gibt es noch richtig persönlichen Charakter bei. Seesalz gibt es hier als Sorte. Dann gibt es Sweet Chili. Die Packung finde ich ganz nett, ist sehr simpel, aber das ist so ein bisschen eye-catchy, weil es auch von den Farben sehr intensiv ist. South Devon Chili Farm. Dann haben wir hier Sea Salt and Crushed Peppercorns, hier in Grau. Übrigens 150 Gramm sind drin und mal nicht so eine Luftnummer wie bei vielen anderen Chips. Also hier ist natürlich auch Luft drin, aber es gab auch mal Chips, da ist dann nur die Hälfte drin. Das ist hier schon mal positiv hervorzuheben. Kosten im Einzelverkauf bei Foodsetter knapp 2,40. Und wenn man gleich so eine ganze Box bestellt, dann zahlt man knapp 2 Euro und ein paar gequetschte für eine Packung. Also schon ziemlich fair. Das, jetzt hätte ich euch fast schon zu viel verraten. Wir gucken erstmal weiter. Mature Cheddar and Spring Onion. Die könnte richtig, richtig geil sein, glaube ich. Ich glaube, die werde ich auch probieren. Und die klassische. Ich glaube, ich werde 2, 3 aufmachen, nicht alle. Sonst werden sie mir noch irgendwie pappig. Oder ich müsste alle gleich auf der Couch aufessen. Und dann haben wir hier noch Sea Salt and Malt Vinegar. Und wusstet ihr, dass Malt Vinegar eine der beliebtesten Zutaten auf Pommes bzw. Fish and Chips für die Briten ist? Ich habe mir mal einen gekauft, Samson's Malt Vinegar. Ich mochte es nicht, aber die Briten mögen es. Bei Chips hingegen finde ich das eigentlich ganz nice. Und dann hier, ich bitte euch, das geilste Devon Roast Beef. Hallo? Die haben übrigens auch, die Firma gibt es schon seit einiger Zeit. Ich habe den Vornamen des Herrn Bird's leider vergessen. Er heißt aber mit Nachname Bird's, der mit seiner Frau dann quasi vorgehabt hatte, super Chips zu machen. Und es gibt schon einige Jahre, auch wenn man hier bei uns vielleicht noch nicht so davon gehört hat. Und was wollte ich sagen?
Das habe ich den Faden verloren. Die haben auch schon mal den Great Taste Award gewonnen. Da habe ich euch ja auch schon mal neulich den Curtis Browser Catcher vorgestellt. Und das Ding war echt der Obershit. Deswegen, die Dinger hier könnten auch echt lecker sein. Zumindest die Firma macht sehr gute Sachen scheinbar. Und hier drei Sachen, die ihr vielleicht auch schon mal hier im Supermarkt gesehen habt. Ich meine, vielleicht gibt es auch Birds bei uns im Supermarkt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht. Mal so ganz unter uns. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und sonst, wie gesagt, schaut gerne mal bei Foodsetter rein. Und da gibt es natürlich auch andere coole Sachen, exklusive Pastas, Pastasoßen, Whisky, so edles Zeugs gibt es da. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Was ihr aber vielleicht hier schon mal gesehen habt, zumindest habe ich es hier schon mal gesehen, ist auch von Birds letztlich. Diese drei Sorten, die ich euch jetzt gleich zeige, machen wir bei meinem eigenen Video. Jim Beam Bourbon Potato Chips, die sind ja auch drin gewesen. Dann Guinness Chips. Hallo, wie großartig ist das denn? Ich mag zwar kein Guinness, aber Chips mit Bier könnte lecker sein. Und hier nochmal das ganze Rich Chili Guinness Chips. Sehr, sehr cool. Diese drei in einem anderen Video. Und jetzt schauen wir uns die Dinger mal im Detail an. Ja, was ich euch unbedingt zeigen musste, ist das hier. Und zwar könnt ihr hier hinten sehen, wer die Chips gemacht hat. Und zwar ein gewisser Malam, wobei ich glaube, das ist ein Männername, oder? Und Grower, das sind die Leute, die die Kartoffeln angebaut haben. Sehr interessant das Ganze und finde ich sehr sympathisch. Also, dass man hier sogar weiß, wie der Bauer heißt, der die Kartoffeln für diese Chips geliefert hat. Birds Potato Chips Done Just Right, Handcooked in Devon, Great Taste, Proper Crunch and Made by Experts. Seasoned with a Pinch of Salt for a Truly Tasty Flavor. Ja, ich bin sehr gespannt, was steht auf Deutsch, was wir hier drin haben. Krass. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz. Das ist sehr respektabel, muss ich sagen. Wann findet man schon mal, dass man jetzt nur so ein paar Zutaten drauf hat? Sonnenblumenöl. Auf jeden Fall für den Geschmack richtig gut, finde ich persönlich viel besser als Rapsöl, hat einen viel volleren Geschmack, Meersalz eben und Kartoffeln, sonst nichts, keine Aromen, nicht irgendwelche Extrakte, keine, wer weiß noch, was für Sachen. Klar, wenn man jetzt hier Sorten hat wie Sweet Chili oder Käse, der ist natürlich dann auch ein bisschen mehr drin, aber die Basis ist Kartoffeln, Salz, Sonnenblumenöl. Man kann es nicht mit weniger machen, das ist das Mindeste und das ist hier drin. Grown to Red Tractor Standards. Ich weiß nicht, was das ist. Das wird vermutlich irgendwas Gutes sein. Vielleicht, dass die Bauern Geld bekommen, auch vernünftig und so. Sowas in Art wird es sein. Wenn ihr mit denen sprechen wollt, könnt ihr bei Birds mal anrufen. Hello at Birds Chips. Und ja, also das sind, glaube ich, übrigens die Fryer auch, hießen die, glaube ich, auch. Oder das sind die, die halt dann in der Fabrik stehen und die dann wahrscheinlich frittieren oder so. Ja. Sonst noch was Wichtiges, ja, hier unten kann man jetzt halt die Nährwerte sehen, sind halt Chips, aber ansonsten glutenfrei auch. Kein Natriumglutamat, keine Farbstoffe und so weiter. Suitable for Vegetarians and Vegans. Ja, das sollte man dazu vielleicht auch noch erwähnen. Ich habe jetzt erstmal genug gelabert, ich mache jetzt mal die Dinger hier auf. Geil, guckt sie euch an. Das riecht auf jeden Fall schon mal richtig geil. Auch schön groß die Chips. Schön goldig, goldbraun, bisschen dicker geschnitten. Oh, lecker. Aber ich liebe Chips nur mit Salz, weil da einfach der Kartoffelgeschmack am allerbesten durchkommt. Und ja, ihr seht, hier außen ist noch ein bisschen was von der Schale dran. Das macht was für die Optik. Es macht bei der Optik was her. Und Salzgeschmack, nicht zu viel. Richtig gut. Man schmeckt, dass es Sonnenblumenöl ist. Ich habe auch mal in der Gastronomie gearbeitet. Und wir haben da auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Und haben auch festgestellt, dass halt zum Beispiel Sachen frittieren, zum Beispiel auch Pommes mit Sonnenblumenöl, einfach viel, viel besser schmeckt als mit Raps oder so. Also sehr lecker schon mal die Dinger. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, welche Sorte ich als nächstes probieren soll. Also ich werde mal meine Meinung dazu in Videos mal nachholen, beziehungsweise ihr könnt mich sonst auch gerne fragen, aber am besten vielleicht einfach selbst bestellen. Hier ist jetzt nur noch Pfeffer mit bei, das finde ich jetzt nicht so ganz interessant, weil ich halt jetzt gerade Salz hatte. Sweet Chili könnte geil sein. Ich werde auf jeden Fall, ja, vielleicht Sweet Chili, South Devon Chili Farm, mit Chili vielleicht. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall die Käse und nehmen dann direkt, oh nee, die will ich mir noch so,
Kennt ihr das? Man will sich so das Beste für zum Schluss aufbewahren. Ich glaube, das könnten die besten sein. Ich mache die jetzt noch nicht auf. Ich bewahre noch ein bisschen auf. Ich glaube, ich mache die. Ich mache erstmal die Käse auf. Ich mache erstmal die Käse hier. Was haben wir denn hier drin? Bei den Käse. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Zwiebelpulver, Zucker, Salz, Käsepulver, Hefepulver, natürlich Saroma, Hefeextraktpulver. Also auch so ein bisschen Geschmacksverstärker machen sie schon da rein. Hefeextrakt ist ja Geschmacksverstärker. Sahnepulver, Petersilie, Cheddar-Käsepulver, Frühlingszwiebelpulver, Kurkuma-Extrakt für die Farbe, fürs Gelbe. Geil. Ja, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das Ganze jetzt hier natürlich nicht mehr für Veganer, wegen dem Käsepulver, aber für Vegetarier. Und das ist jetzt auch wieder von Gavin Janeway. Ja, dann Quicke. Mal rein. Ach geil, könnt ihr hier die Spring, wie hießen sie jetzt? Spring Onions sehen? Ist doch hier, ist doch Schnittlauch, oder? Frühlingszwiebeln? Nee, Frühlingszwiebeln, wie doof. Natürlich Frühlingszwiebeln. Sehen optisch schon mal sehr geil aus mit dem kleinen grünen Extra hier. Wow. Sehr geil. Nicht zu käsig, nicht zu penetrant das Ganze. Schöne, ausgewogen. Also es gibt manchmal Sachen, das schmeckt, wenn man da so verschiedene Geschmacksnoten drin hat, dann tönt die eine zu, also die eine zu stark, die andere zu schwach. Man kann hier den Käse gut schmecken, nicht zu viel. Man kann die Zwiebeln gut schmecken, nicht zu viel. Ebenfalls sehr, sehr lecker. Jetzt werde ich, glaube ich, einfach mal noch die Sweet Chili aufmachen. Was soll der Geiz? Hier haben wir auch so ähnliche Sachen hier drin. Ein paar extra Gewürze natürlich auch. Natürlich Aromen hier natürlich drin. Ach, was heißt natürlich? Hier ist es halt drin. Bei den Klassikern haben sie darauf verzichtet. Ich meine, was soll man dann auch für Aromen reinmachen, wenn es eh nur Salz sein soll? Hier hat man ein paar Aromen drin, aber wenigstens natürliche Aromen. Geschmacksverstärker, Sojasoßenpulver, interessant. Salz, Gewürze, Mangopulver, einfaches Karamellpulver, Paprikaextrakt. Also hier sind wirklich Sachen drin, die ich so aber noch nie gesehen habe. Das muss ich halt auch sagen. Chiliextrakt. Ich bin gespannt, ob die wohl scharf sind. Auch sehr gut. Man kann das hier, glaube ich, sehen. Man hat hier nicht den Eindruck, dass hier nur so Brösel drin sind. Kann die Kamera hier vielleicht mal scharf stellen? Ne, will sie gerade irgendwie nicht. Also hier sind... Boah, krass. Alter, ich wollte gerade sagen, ich rieche doch Ingwer. Ist tatsächlich nämlich auch drin. Wow, das habe ich ja so noch nie gehabt mit Ingwer. Das riecht sehr interessant, muss ich sagen. Boah, krass. Ich mag eigentlich keinen Ingwer, muss ich sagen. Aber hier, es geht richtig geil. Lemongrass ist auch drin. Ja, stimmt, es war das ist, glaube ich, das Lemongrass, was ich rieche. Das ist mal wirklich was ganz anderes. Die sind tatsächlich auch scharf, also brennt schon ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Boah, sind die geil. Hammer, die sind richtig geil. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, weil ich jetzt einfach nicht so Chili-Chips mag. Aber diese Kombination mit Lemongrass und Ingwer ist richtig, richtig geil. Wow. Ich glaube, das sind mit die besten Chips, die ich je gegessen habe, diese hier. Richtig, richtig lecker. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie die anderen Chips auch werden. Ich werde es, wie gesagt, bei Gelegenheit nachholen, damit ich hier nicht 6 offene Tüten habe. Ich hasse das, wenn die ganze Küche voll ist mit solchen Sachen. Ihr kennt das Problem, oder beziehungsweise ihr kennt es vielleicht nicht, ich kenne es eher gesagt, weil als Foodblogger hat man das öfter mal. Deswegen bleibt es jetzt hierbei. Ich werde meine Meinung aber nachliefern. Vielleicht gibt es dann noch mal einen kleinen Nachtest zu den anderen 3 Sorten. Könnt ihr mir gerne kommentieren, ob ihr dann noch mal ein Video zu haben wollt zu den anderen 3 Sorten oder euch einfach mal eine kleine Meinung nebenbei ausreicht. Schreibt mir auch gerne eure Meinung, falls ihr die Birds schon mal probiert habt. Würde ich mich drüber freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal bei Foodsetter rein. Und ja, von daher herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Herzlichen Dank an Birds und auch an Gavin, der diese tollen Kartoffeln aus der Erde geholt hat für diese leckeren Chips. Herzlichen Dank, war wirklich sehr, sehr schön. Und danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen und gerne auch den Daumen nach oben. Herzlichen Dank, macht's gut und ciao.